Einst Zuflucht vor der vampirischen Gefahr, ist diese Abtei in den Fluten versunken. Dein Bruder Rahab und seine Brut, die selbst die schwachen Strahlen der Sonne Nosgoths fürchten müssen, haben ihre Verwundbarkeit durch Wasser überwunden und sind nach unten ausgewichen. Nun suchen sie die Ruine heim und gleiten durch die Dunkelheit dieser Tiefen.
Raziel. Rahab, du hast dich deiner Umgebung gut angepasst. Erstaunlich für jemand von so geringem Geist. Spotte nicht, Raziel. Du weißt doch, wie viel Kraft es braucht, den eigenen Schatten zu überwinden. Kain sagte, du würdest kommen. Du redest mit dem Mörder? Du tätest gut daran, deine lästerliche Zunge zu lecken. Was hat er dir noch gesagt? Dass du mich vernichten würdest. Das werde ich auch. Doch sag du mir, bevor ich deine Seele aus ihrer Verankerung reiße, weißt du, was wir waren, bevor wir zu Kains Brut wurden? Menschlich. Seraphan Rahab, das genaue Gegenteil von allem, was wir jemals glaubten. Was liegt daran? Wir waren verloren. Er hat uns gerettet. Uns gerettet? Wovor? Vor uns selbst. Seele in dich aufgenommen hast, musst du dich nicht mehr vor Wasser fürchten. Jetzt löst das Wasser deine körperliche Hülle nicht mehr auf und du kannst an Orte schwimmen, die vorher für dich unerreichbar waren. Jenseits des Mahlstroms des Abgrundes führt ein unterirdischer Gang nach Norden zum kleinen Gebiet deines Bruders Duma. Dank Rahabs Seele kannst du schwimmen, um dort hinein zu gelangen, wo du zuvor nicht weiterkommen konntest. Thank you.
Diese Elementschmiede ist auf die Energie des Soulreaver abgestimmt. Wurde die Klinge einmal in dieser Urflamme getauft, kann sie jederzeit mit Feuer geschmiedet werden.